So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ihr seht schon, ich werde die Marke wechseln. Ich habe eine Marke gefunden, die noch viel vertrauenswürdiger ist und viel mehr mit Menschen redet und auch noch viel mehr YouTuber unterstützt als Magic. Und deswegen will ich jetzt Lego machen. Und ich dachte mir zum Anfang, weil ich den Film total toll fand, von Thor, Love and Thunder, gibt es ein Goatboat. Also der Film ist egal, diese Ziegen sind wichtig. Und wie macht man das jetzt? Also das Set hat 564 Teile. Das hat eine OVP von 50 Euro. Das sind ungefähr 10 Cent pro Teil. Ich habe das mit Rabatt gekauft. Ja, das ist die Rückseite. Da sieht man auch noch, das sind die Ziegen. Die werden wir gleich bauen. Und da sind Figuren drin. Die kann ich euch auch zeigen. Und man kann sogar ein Feature sehen, dass man das flippen kann. Auf und zu. Und ja, ich habe es jetzt erklärt. Ich habe es jetzt gezeigt. Und jetzt mache ich ein Speedbild. Jetzt könnt ihr sehen, wie das aufgebaut wird.
Das war der Speedbuild. Das ist das Boot. Die Figuren sind ganz cool. Der Film ist natürlich auch mega. Die Figuren sind ganz cool. Ja, sind ganz nett. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum sie zwei Schwerter jetzt dabei hat. Sie hat doch nur eins, oder? Oder hat sie zwei Schwerter? Es kann auch sein, dass sie zwei Schwerter hat. Ich gebe ihr mal das zweite Schwert. Auf jeden Fall sind die ganz nett. Muss halt sagen, bauen war jetzt ungefähr 1,5 Stunden mit ein bisschen Chillen nebenbei. War ganz nett. Das Ding ist halt riesig. Also, das Ding ist echt, echt groß. Und es hat auch ganz cool hier zum Öffnen, wo man mal reingucken kann, wo man innen drin noch ein bisschen spielen kann. Hier hat man so einen Sticker mit Asgard. Ich glaube, das hier soll der Blitz von, Spoiler, von Zeus sein. Und was dieser rote, keine Ahnung. Hier vorne ich wollte gerade Mölnir sagen, Sturmbrecher anbringen. Leider falsch rum. Also, der müsste eigentlich hier sein. Oder dazwischen oder so. Aber ja, das ist ein bisschen seltsam, aber man kann es zumindest machen. Oben die zwei Köpfe von dem Schiff finde ich auch mega gut gelungen. An sich ist das ein cooles Lego-Set. Es hat ein paar Sticker drauf, die ich echt alle behindert angebracht habe. Die ich echt alle irgendwie seltsam angebracht habe. Und ja, die eigentlichen Stars dieses Boots, die beiden Ziegen, sehr cool. Also wirklich sehr cool. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass die Ziege hier Ohren hat und die nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Und hier vorne war doch noch ein Sticker drauf eigentlich. Also hier vorne war doch eigentlich noch ein Symbol drauf vorne, oder nicht? Da bin ich mir relativ sicher, so, dass da noch drauf war. Aber die Ziegen... Das sind die eigentlichen Stars dieses Set. Der einzige Grund, warum man dieses Boot kaufen sollte, sind diese Ziegen. Und ja. Ich habe jetzt festgestellt, Lego bauen ist anstrengend. Lego irgendwo jetzt Platz zu finden für dieses Boot. Ja? Das ist lang. Das ist fast eine Playmate lang.
Wird nur viel anstrengender. Und ja, Magic-Karten nehmen weniger Platz weg. Also glaube ich, bleibe ich jetzt bei Magic. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video, beim Magic-Video. Und ja, bis dahin, I Black Sailed. Ciao, ciao.